Resistenzarzt. Ja. Wir haben eine verminderte Atemfrequenz, schlecht ansprechbar. Oh, ich bin so müde. Femurfraktur. Wie viel Milligramm Mol bekommen? Wie er so Schmerzen hatte nach der Physiotherapie. Andere besprechen die nach dem. Diese Woche mit den ETH-Studenten Humanmedizin haben wir hier am Simulationszentrum trainieren mit 8 Posten. Das Spezielle am Simulationssetting ist, dass sie verschiedene Fälle mit dem praktischen Umsetzen ausprobieren können. Also das Training ist im Vordergrund, Teamarbeit ist im Vordergrund und verschiedene Professionen zusammenarbeiten. Dass es so standardisiert ist. Richtig. Es geht vor allem darum, Theorie und Praxis zu verbinden, dass wir den Studenten und Studentinnen Gelegenheit geben, am Patienten Fälle zu lösen, Hand anzulegen. Alle Instruktoren und Instruktorinnen sind da aus der Praxis in irgendeinem Zusammenhang, wo Expertise haben in Teamarbeit, aber eben auch Medizin. Und dementsprechend können sie an verschiedenen Phantomen in verschiedenen Settings ausprobieren, wie es in der Praxis könnte sein. Das Training ist im Vordergrund, Teamarbeit und praktisches Arbeiten.